Hi, KFZ Pros, Audi A4, B8, 8K Modell. Fahrzeug hat während der Fahrt Abrollgeräusche und die sind verursacht von einem Radlager. Wir haben hier ein Kompaktradlager, sprich ein fertiges Radlager, sogar mit Narbe. Und das Ganze werden wir hier jetzt nun an diesem Audi A4 austauschen und ich zeige euch, wie das funktioniert. In dem Fall haben wir hier kein Quattro, aber das macht nichts, denn wir müssen eh vorne ran, ob Quattro oder ohne, ist vorne dieselbe Arbeit. Wir lösen direkt hier bereits schon mal die Antriebswellenschraube. Dazu einfach den passenden Adapteraufsatz hier für die Zentralschraube und dann einmal langer Hebel und dann geht die Schraube da auch ohne Probleme auf. Serienmäßig braucht ihr auf jeden Fall hier einen Sechskant-Imbus, einen 19er. Wenn schon mal was neu gekommen ist, kann das sein, dass auch eine andere Größe ist. Manchmal wird es sogar auf SW17, also sprich auf Sechskant-Imbus 17 umgebaut. Das kommt mal drauf an, ob das jetzt noch die Schraube original ist oder nicht. Nun kann das Fahrzeug einmal hoch, Reifen runter und dann werden wir einmal das Ganze ausbauen. Beim Radlagerwechsel gilt auf jeden Fall hier speziell immer die Antriebswellenschraube ersetzen und auf jeden Fall die Schrauben von dem Radlager. Und dann einmal Plug and Play einen ausbauen. So Radlager ist jetzt in dem Fall bei dem Fahrzeug nicht ausgeschlagen, sondern einfach nur trocken gelaufen. Wir haben hier drin ja ein Kugellager und das wird einfach mit der Zeit, Temperatur, Wetterbedingungen, wird das Fett einfach irgendwann verdunsten und dann ist das Kugellager hier nicht mehr ordentlich gefettet und dann entstehen Geräusche. Um Radlager auszubauen, müssen wir einmal die Bremsscheibe ausbauen und dazu auch noch den Bremssattel mit dem Bremssattelträger in einem. Die Klammer entfernen. Bremssattel etwas zurückdrücken und dann werden wir versuchen, den Bremssattel samt Bremssattelträger abzuschrauben, damit das Ganze einfach wegkommt. Bremssattel ist soweit jetzt etwas zurückgedrückt und jetzt haben wir etwas Luft. Und hier und jeweils da oben einmal die Schrauben lösen und dann kommt der Bremssattelträger weg und den hängen wir dann oben jeweils ans Federbein auf, damit der hier nicht rumhängt. Bitte keinen Bremssattel rumhängen lassen, jeweils am Bremsschlauch. Bremssattelträger samt Bremssattel ist ab, lassen wir so hängen. Und nun lösen wir hier noch die 30er Torx-Schraube von der Bremsscheibe, die kommt dann auch runter. Und dann machen wir uns langsam an die hinteren Schrauben dran für die Antriebswelle. Die Antriebswelle müssen wir nicht vollständig ausbauen, das reicht, wenn die vordere Schraube gelöst ist, die Antriebswelle etwas nach innen gedrückt wird. Und dann kommt man an die jeweils zwei oberen und zwei unteren Schrauben dran. Falls die Bremsscheibe nicht freiwillig runter will, etwas stumpfe Gewalt, natürlich hier gegen Runterfallen sichern. Und natürlich nicht auf die Radnabe hauen, sondern wirklich hier nur auf die Aufnahmefläche von der Bremsscheibe bzw. wo die Felge ansitzt. Das ist dann einmal die alte Radnabe und hier kann man schon deutlich erkennen, wo das Radlager festgeschraubt ist, jeweils zwei Schrauben von oben, zwei Schrauben von unten. Und wie vorhin erwähnt, die Antriebswelle muss kommen nicht raus. Wenn die locker ist, kann man mit der arbeiten, sprich einmal nach oben drücken und einmal nach unten drücken. Und dann kommt man jeweils an jede Schraube dran. Die Radnabe ist jeweils mit vier Vierzahnschrauben befestigt. Die Verschraubung ordentlich mit der Drahtbürste sauber machen und dann ordentlich Rostlöser auf das Gewinde sprühen, kurz einwirken lassen, damit die Schrauben auch schön aufgehen. Bis jetzt sind alle drei Schrauben schon raus, die vierte wird gerade rausgemacht und wie ihr sehen kann, klappt das auch ohne die Antriebswelle auszubauen oder sonst irgendeinen Querlenker zu lösen. Das funktioniert so wunderbar. Das Einzige, was gleich kompliziert sein wird, ist die Radnabe oder das Radlager selber in dem Radlagergehäuse. Das oxidiert sehr, sehr fest. Also mit Spezialwerkzeug, Druckluft, Meisel kriegt man das in der Regel noch gut gemacht, aber auch da hat man die Probleme. Aber wir haben hier eine spezielle Aufnahme, für, um das Radlager rauszuschlagen. Zeige ich euch noch gleich im Video. Falls jetzt nicht die Radnabe von selber sich selber schon rauskommt, aber nee, das wird nichts. Auf jeden Fall fest. So, mit dem Austreibwerkzeug lösen wir das Lager. Und voilà. Jetzt haben wir die Radnabe rausgezogen. Das restliche Lager steckt jetzt noch, aber wir können trotzdem weiterhin das Werkzeug hier benutzen. Wir schrauben jetzt die Radnabe ab und setzen dann hier über Kreuz zwei Schrauben an und dann wichsen wir einmal die Schraube auch da heraus, beziehungsweise nicht die Schraube, sondern
das Radlager. Das Lenkrad komplett nach links einschlagen und dann bekommt ihr auch die alte Schraube unten in der Ecke raus und auch die neue Schraube da ohne Probleme wieder rein. Denn sonst stößt ihr hier gegen die Mutter und dann bekommt man die Schraube nicht rein und nicht raus. Das neue Radlager, dann einfach wieder Plug and Play wieder reinsetzen, die Schrauben hinten durchführen und dann jeweils das Radlager mit Hersteller vorgegebenem Drehmoment einmal festziehen. Radlager haben wir wieder zusammengebaut. Hier haben wir einmal das alte Radlager. Solltet ihr weitere Fragen haben zum Arbeitsablauf oder zum Ähnlichen, einfach die Videokommentare vollknallen. Radlager samt Narbe verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Reinschauen, dann könnt ihr euch das bestellen. Das notwendige Werkzeug verlinke ich auch noch in der Videobeschreibung. Braucht man in der Regel nicht. Einfach außer die Vielzahnnuss und bis auf noch den Sechskant für die Antriebswellenschraube klappt das in der Regel so. Natürlich etwas Spezialwerkzeug für das Radnarben, für die Radnarbe oder für das Radlager. Zum Rausziehen aus dem Gehäuse sollte man haben. Ansonsten muss man sich ein bisschen schwer tun mit Hammer, Meißel, bisschen Temperatur, vielleicht noch Rostlöser. Und dann kriegt man das Radlager auch aus dem Gehäuse raus. Aber in der Regel sehr oxidiert. Folgt uns auf Instagram, Facebook, eventuell auch sogar noch. Schaut mal auf unserem TikTok-Kanal vorbei. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Kfz Bros.